Was geht ab, Leute? Der Panda ist für euch back am Start mit einem brandneuen Call of Duty Informationsvideo zu Black Ops 3. Und in diesem Video geht es um den Theater Mode, die Auflösung und die Bildraten in Call of Duty Black Ops 3 und noch den Servern, die auf dem PC bestätigt worden sind. Welche das sind, gehen wir dann im Nachhinein nochmal darauf ein. Starten wir mit dem Theater Mode. Was ist der Theater Mode? Der Theater Mode ist ein Modus, in dem Spieler es erlaubt wird, Spiele aufzunehmen, Screenshots zu machen und das mit seinen Freunden zu teilen. Das war vorher nicht innerhalb des Spieles möglich, jetzt ist es wieder möglich. Das heißt, man muss nicht die Share-Funktion der Xbox oder der PlayStation benutzen. Kommen wir nun zu der Auflösung, und die Auflösung wurden auch bestätigt, bis auf die Xbox One. Da ist lediglich nur die Framerate bestätigt und es ist natürlich ganz klar, wir haben überall 60 FPS. Bei dem PC haben wir zusätzlich noch eine 4K-Auflösung, das auf diesem Event, das letzte Woche in Los Angeles von Treyarch veranstaltet worden ist, gab es ein bisschen Kampagnenmission zu spielen, und diese Kampagnen wurden gezeigt in 4K und sollen absolut überragend ausgesehen haben. Da bin ich natürlich noch gespannt, um meine eigene Meinung zu machen, aber 4K ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Die 60 FPS sind noch nicht bekannt, ob die gelockt sind, das heißt, es könnte eventuell sein, dass wir auch mit ein paar Mods auch in 100 FPS oder 120 FPS spielen könnten. Wäre natürlich eine richtig tolle Sache, aber dazu werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch mehr erfahren. Zu PS4 kann man nur so sagen, wir haben wieder Full HD, also 1080p mit 60 FPS und auf der Xbox One läuft auch alles in flüssigen 60 Framerates pro Sekunde. Aber die Auflösung ist nicht bekannt. Ich bin aber der Meinung, dass es wahrscheinlich wieder 900 Punkte sein werden, also etwas schlechter als auf der PlayStation, was aber insgesamt nicht so schlimm ist, da es auch wieder auf 1080p hochskaliert wird wahrscheinlich. Und als letztes habe ich dann noch die Information, dass wir dedizierte Server für alle Ranked-Games auf dem PC haben werden. Das gab es ja auch schon in Black Ops 1 und ist dementsprechend nur eine logische Konsequenz und ist natürlich wieder richtig klasse, dass das wieder zurückkommt, denn dedizierte Server sind was richtig Gutes. Dadurch haben alle Spieler die gleichen Chancen, mit einer richtig guten Connection zu spielen. Ja, und das war's dann auch schon mit diesem Video. Wenn euch das Video wieder gefallen hat, dann würde ich mich echt über eine Bewertung freuen. Ich hoffe, wir schaffen wieder die 3 Likes, wie im letzten Video. Wenn ihr auf dem neuesten Stand für Call of Duty und allgemein FPS-Shooter sein wollt, dann abonniert den Kanal, schreibt mir nochmal eure Meinung in die Kommentare, was ihr von diesen ganzen Neuerungen haltet, was ihr zu dem Theater Mode sagt, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht das gut, haut da rein, bis zum nächsten Mal, ciao. Sunshine, Mr. Rainstorm, meet me in the conference room, we need to brainstorm, need some middle ground, need an even keel, but you were war, pick a sides, give me fever chills, take them both like my flu shot broke, I need to give and take to keep me out of that.